willkommen zum neuen Video von uns. Bei uns geht es jetzt endlich an die Dämmung und es ist einfach bereits jetzt schon Halloween. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch verkleidet habt oder Süßigkeiten ergaunert habt. Wir haben uns jedenfalls dazu entschieden, unseren Sprinter mit Kork zu dämmen und einer Mischung aus einer Hanf- und Jute-Wolle. Das Thema ist ja relativ heiß diskutiert und die meisten tendieren zu Armaflex. Wir haben einfach nach einer Alternative gesucht, die nachhaltiger ist und für uns mehr Sinn ergibt. Und später werden wir auf jeden Fall nochmal genauer darauf eingehen, wieso wir uns jetzt dafür entschieden haben und welche Vorteile wir einfach darin sehen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und viel Spaß am Video. Wir zeigen euch jetzt mal, welchen Kork wir benutzen. Wir werden jetzt erstmal uns um die Wände kümmern und dafür brauchen wir was relativ Flexibles und sehr schön Dünnes. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine große Rolle von Rollkork. Wir haben jetzt auch mal schon ein Stück abgeschnitten. Der ist, wie ihr seht, sehr dünn. Ich glaube, der ist 2 oder 3 mm dünn. Und wir werden jetzt die Flächen, die wir kleben wollen, werden wir jetzt mit einem Karton quasi abpausen, dass wir Schablonen haben und das dann einfach aus dem Kork rausschneiden können. Der Kork lässt sich eigentlich ganz gut mit einer normalen, handelsüblichen Schere schneiden, mit so einer großen. Und wir werden es jetzt kurz einmal anzeichnen, Schablonen machen, weil diese ganzen Formen haben wir ja überall in allen Seitenwänden und dann können wir das immer schnell ausschneiden. Ja. Mal zeigt mich selbst, wenn ich anstolpern will. Guten Morgen Leute, wir sind zurück im Van. Gestern haben wir die großen Flächen an den Seitenwänden zurechtgeschnitten. Wir sind eigentlich ganz gut mit dem Rollkork klargekommen, also der lässt sich wirklich gut zuschneiden. Und wenn man so ein bisschen den Dreh raus hatte, wie groß das immer geschnitten werden muss, damit es schön reinpasst in die Einwölbungen, dann geht es eigentlich ganz gut. Heute machen wir weiter mit dem Himmel, weil wir da ja auch relativ große Flächen haben und die werden wir uns jetzt zuerst vornehmen. Wir haben uns jetzt mal in der Beschreibung schlau gemacht. Wir müssen, also man muss sowohl den Untergrund, auf den der Kork geklebt wird, einpinseln, als auch den Kork selbst, also die Fläche, die dann an das Blech kommt. Also muss man beide Seiten bepinseln und es ist auch unterschiedlich, je nachdem, ob der Untergrund saugfähig ist oder nicht saugfähig ist, muss der Korkkleber ein bisschen Einziehzeit haben, also das nennt man so Ablüftezeit, sodass er überhaupt seine Klebefähigkeit entwickeln kann. Dafür braucht er halt den Sauerstoff und muss ablüften. Wir probieren es jetzt mal an unserer Tür aus, an unserer Schiebetür, mit den Flächen, die wir vorgeschnitten haben, wie lange wir was ablüften müssen, wie es gut funktioniert, weil der Kork müsste theoretisch ein bisschen kürzer ablüften als das Blech. Wir wollen es aber ungefähr zu einer gleichen Zeit immer machen können, damit es nicht so kompliziert ist von dem Timing her. Deswegen probieren wir es jetzt erstmal mit 60 Minuten beides ablüften lassen und wir werden jetzt den nochmal weiter anrühren und dann auftragen und dann zeigen wir euch, wie gut es geklappt hat mit dem Kleben. Diese vier Flächen, das sind die Flächen unserer Schiebetür, haben wir jetzt schon mal zur Probe eingepinselt mit dem Korkkleber. Genauso auch wie den
zurechtgeschnittenen Kork, wie ihr hier sehen könnt. Der ist jetzt bestrichen komplett. Wir werden das jetzt noch 50 Minuten ablüften lassen und dann geben wir euch ein Update, wie gut es klebt. Also, wir haben jetzt 50 Minuten gewartet. Ne, 60 Minuten gewartet haben wir. Und haben jetzt die vier Stücke hier in unserer Tür. Seht ihr, hier unten ist noch das offene. Oben ist noch offen und hier in der Mitte. Es ist jetzt eingeklebt und ich sage euch, es hat wirklich so gut geklappt. Es klebt wirklich bombenfest. Es gibt jetzt ein, zwei Stellen, wo mal ein bisschen was übersteht oder so. Also zum Beispiel hier bei dem, da haben wir ein bisschen zu großzügig abgeschnitten. Aber es ist gar nicht schlimm, weil wir haben es einfach so reingedrückt, dass es quasi mit der Wölbung passt. Und dann können wir das später einfach hier abschneiden. Und wenn wir hier noch was aufkleben, ist das gar kein Problem. Aber die Flächen sind jetzt erstmal gefüllt und wir sind mega zufrieden. Gell? Ja. Links. Ja, da muss es auf jeden Fall vorbei. Und ist fest? Die Lena ist hier fleißig am Einpinseln der Decke. Wir haben jetzt hier hinten schon ein bisschen mehr geklebt. Sieht richtig gut aus. So wie die Lena, gell? Zuschauer, wir haben jetzt schon 12 Uhr. Wir haben anders schlecht geschlafen. Also wir haben ja jetzt zwei Tage durchgearbeitet oder sehr viel gearbeitet. Und jetzt heute Morgen sind wir gar nicht aus dem Bett gekommen. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier noch oben die Bereiche weiter. Und Lena wird dann heute Nachmittag wieder zu sich nach Hause fahren. Dann werden wir am nächsten Wochenende weiterarbeiten an unserer Dämmung. Und dann werden wir auch noch ein paar Elektro-Sachen bestellen, weil wir noch nicht alles haben für unsere Elektronik. Das werden wir auch einfach noch im nächsten Video dann einfach erklären. Und ja, wir machen jetzt hier weiter. Und dann hoffe ich, dass ihr besser geschlafen habt als wir. Wir zeigen euch jetzt mal an der Fläche, wie wir den Kork, also ihr seht, der ist schon eingestrichen gewesen und auch schon abgelüftet. Genauso auch wie die Fläche am Metall. Wir zeigen euch jetzt mal, wie wir das anbringen. Ihr legt es einfach sanft rein, ihr schaut, wie ihr es positioniert haben wollt. Und dann fangt ihr an einer Stelle an, das festzudrücken und streicht dann nach unten. Und zu den Seiten, dass keine Luftflächen hinter dem Kork entstehen, sondern das schön eng anliegt am Blech. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier eine Rundung habt, dass ihr die dann auch schön nachdrückt und dann darüber hinaus wieder weitergeht. Und ja, das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Und zum Beispiel jetzt hier, wenn das hier so abgeht, lässt sich der Kork auch super easy brechen und dann so rankleben. Also es ist auch wirklich flexibel für
Unebenheiten oder unebene Flächen, aber wir empfehlen euch auf jeden Fall, dass ihr nicht zu große Flächen immer ausschneidet, sondern immer in relativ gut klebbaren Stücken, einfach weil es dann einfacher ist, das schön anzupassen und anzudrücken. Wir sind richtig gut vorangekommen, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt hier die kleinen Aussparungen noch gemacht. Beim nächsten Mal, also nächste Woche, weil wir machen jetzt Mittagspause und dann fährt die Lena nach dem Essen nach Hause, damit es noch hell ist. Nächstes Mal machen wir hier die übrig gebliebenen Stellen. Und wir kleiden auch nochmal die ganzen Holme unter der Unterkonstruktion. Also auch zum Beispiel hier am Himmel, da haben wir jetzt auch schon die großen Flächen alle beklebt, aber die Holme sind halt eben noch frei und da schrauben wir die Unterkonstruktion nochmal komplett ab. Wir kleben dann auch die Holme rundherum, dass sie halt auch wirklich komplett gedämmt sind und wir keine Kältebrücken haben. Und das zeigen wir euch dann nächstes Wochenende. Genau, dann, ihr seht es ja eh in einem Video. Wir sehen uns dann aber erst nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind wieder back in the... Ja, bei uns geht es jetzt auf jeden Fall hier weiter mit den anderen weißen Teilen, die noch zu verkleiden. Dann geht es an die linke Seite und das machen wir jetzt schnell, weil wir haben schon 10 Uhr. Und es ist kalt. Und es ist sehr kalt. Let's go. Die Laune ist fuck. Bei uns ist einfach zu kalt, deswegen hebt der Kleber nicht so gut, deswegen föhnen wir es. Ja, Lena. Ja, es ist so spannend. Okay. Die hat ein bisschen Cannabis geraucht, glaube ich. Tschüss, wir arbeiten weiter. Wir zeigen euch jetzt mal die Seite, die wir jetzt schon fertig gemacht haben. So soll es ungefähr aussehen. Natürlich ist es relativ, ja. Es ist jetzt nicht unbedingt überall perfekt oder es ist mal eine kleine freie Stelle oder es überlappt sich irgendwie komisch, aber das ist nicht so schlimm für uns, weil wir unseren Sprinter ja hauptsächlich in warmen Regionen benutzen möchten und deswegen ist es jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht nach, keine Ahnung, Norwegen oder so. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es nicht ganz so 100% perfekt ist. Wir hatten aber gestern ein bisschen Probleme mit der Kälte, weil es einfach draußen schon viel zu kalt ist, dafür, dass wir den Korkkleber verarbeiten könnten. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Heizstrahler in unserem Van stehen und auch einen Föhn, dass wir alles, was wir ankleben, nochmal extra anföhnen, weil einfach auch das Blech gar nicht antrocknet, weil es einfach zu kalt ist. Und als wir das dann gestern raus hatten mit dem Anföhnen und so, dann ging es ganz gut von der Hand, aber davor waren wir ein bisschen am Verzweifeln. Wir haben jetzt auch schon die Tür fertig gemacht, da kommen später Holzabdeckungen drüber und nur noch der untere Teil fehlt, aber der war gestern zu kalt einfach. Deswegen machen wir das heute und wir werden heute die andere Seite in Angriff nehmen und die auch vollständig bekleben, damit unsere Unterkonstruktion wieder dran kann. Meine Damen und Herren, wir sind relativ weit fortgeschritten. Wir sind eigentlich fertig. Wir müssen nur noch hier die oberen Teile machen. Die mache ich aber alleine, weil die Lena ja auch irgendwann wieder nach Hause fahren muss. Die hat jetzt richtig gut gearbeitet, oder wir. Ist auf jeden Fall sehr anstrengend, weil es ja auch gut warm ist, gell? Ja, dadurch, dass wir die 2 Heizstrahler hier haben und dann auch mal zwischendurch föhnen, hat es hier mittlerweile wirklich, was weiß ich, 25, 30 Grad bestimmt, wenn es draußen irgendwie 10 sind. Ja, aber wir haben das gut hinbekommen eigentlich. Die Sache ist einfach, der Kork lässt sich gut verarbeiten, ist aber an manchen Stellen einfach je nach Wölbung der Holme zum Beispiel, ist es ein bisschen Friemelarbeit. Und man bastelt so einen kleinen Flickenteppich zusammen, aber da das ja eh alles später unter der Verkleidung verschwindet, ist es optisch einfach nicht so wichtig. Ja, bei uns kommt ja hier auch jetzt noch hier die Hanf-Jute-Wolle rein. Genau. An die Hohlräume. Und dann kommt da davor, dann machen wir so eine Schnur, dass das fixiert wird dadurch.
Und dann kommt unsere Verkleidung. Wir zeigen euch jetzt mal, wie unsere Seite aussieht. Das ist jetzt komplett verkleidet.